Hallo zusammen. Heute mal ein neues Projekt oder ein anderes Projekt in der Mitmachwerkstatt. Wir bauen einen Tisch. Ist ein kleiner Auftrag, den ich habe. Und ich dachte, ich nehme euch so mit rein. Soll ein Klapptisch sein. Soll stabil sein. Soll hochwertig sein. Jo. Möglichst wenig Kosten für den Kunden. Und ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Die zeige ich euch gleich. Aber ja, das ist heute ein bisschen ärgerlich. Draußen scheint die Sonne. So, wenn Regen ist und so, dann gehe ich ja ganz gerne in der Werkstatt. Aber wenn draußen die Sonne scheint, ey, boah, da fällt es einem manchmal ganz schön schwer. Am Wochenende hat es geregnet und da war es kein Problem. Da haben wir auch die Werkstatt umgeräumt. Im Bankraum steht jetzt die fünffach kombinierte Holzmann. Jo, in 3 Tagen kriegen wir endlich eine neue Formatkreissäge. Da freue ich mich schon drauf, bin schon ganz aufgeregt. Hoffe, es funktioniert alles. Es ist immer ein bisschen schwierig, wir haben ein paar Stufen, über die wir drüber müssen mit der Formatkreissäge. Ja, die zeige ich euch dann mal in einem anderen Video. Ja, aber jetzt geht's los, ich trinke mal ein Espresso noch und dann fangen wir an. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch den Tisch. Das ist der Tisch, das ist der quasi, ist ein Aufriss im Maßstab 1:1. Hier oben die Tischplatte und hier das Tischbein. Hier drüben habe ich das Tischbein nun mal angedeutet. Das Besondere an dem Tisch ist, das zeige ich euch mal hier oben an der Ecke. Hier, das ist eine durchgehende Tischplatte, die hier in 45 Grad Schnitt kommt. Das heißt, wenn ich das Tischbein reinklappe, ist es weg, und wenn ich es rausklappe, blockiert dieser Schnitt, der hat keinerlei Luft, automatisch den Tisch, und so, dass wir wieder oben eine gerade Fläche haben und mit den Scharnieren das gehalten wird und das Tischbein außen steht. Das Ganze bekommt hier an der Stelle eingelassene Scharniere, die werden hier so ein bisschen versenkt eingelassen. Kommen zwei oder drei Stück rein und hier geht das Tischbein runter. Hier oben am Tischbein habe ich eine Querstrebe vorgesehen und dann passen genau diese Tischbeine von der Länge, ja, könnt ihr mal so euch vorstellen, wenn hier der Drehpunkt ist, legen die sich genau hier in der Mitte ein, ja, legen die sich hier rein, schlagen hier an. Und dieses Bein, die sind ein bisschen versetzt zueinander, so dass die einen außen, die anderen innen klappen, also sind nicht parallel, nicht an der gleichen Stelle, sonst funktioniert das Ganze nicht. Ja, seht ihr hier. Der klappt darüber, die anderen klappen darüber und dadurch, dass sie sich ja in der Mitte, dürfen sich nicht begegnen und deswegen habe ich die ein bisschen nach innen bzw. nach außen versetzt. Jo, ich bin gespannt, ich hoffe es klappt so. Zum Glück habe ich keinen Zeitdruck bei dem Auftrag und ja, schauen wir mal. Hier habe ich mir eine Schablone gemacht für unseren Tisch, für die Tischbeine. Die werde ich jetzt gleich ausschneiden auf der Bandsäge. Ja, seht ihr, die passt hier so ganz genau drauf. Ja, so. Die steht oben und unten etwas über. Da will ich nachher hier an den Stellen Schrauben durchdrehen. Wir fräsen das nachher mit der Oberfräse am Anlaufring. Jo, und zwei habe ich schon aufgezeichnet. Ich zeichne jetzt mal hier den Rest auf. Zweiten Teil auch noch. So. Ja, da wird meine kleine Bandsäge ganz schön zu kämpfen haben, aber das schaffen wir zur Not. Das kriegen wir schon hin. Ja, die Enden werden abgeschnitten. Wie gesagt, das ist jetzt nur, das machen wir mal in der Formatkreissäge, wird von oben und unten das genau zugeschnitten. Jetzt geht's weiter an der Bandsäge. So, ja. Schablone habe ich dran gemacht mit 4 Schrauben. Die Schrauben fallen ja nachher ab, hatte ich erklärt. Jetzt fräsen wir das mit dem Anlaufring. Ich habe einen unten liegenden Anlaufring. Und gibt es auch oben liegen, das ist mir jetzt hier an der Stelle egal. Das Einzige, was ich beachten muss, dass die Schablone unten liegt. Und ihr seht, ich habe schon ein paar gemacht. Ja, es ist eine ziemlich staubige Arbeit.
Ich mache das Ganze nochmal fest zusätzlich. Einmal. Und. Ich glaube, dass es nicht viel bringt. Habe ich mich mal entschieden, jetzt die Absaugung anzuschließen. Sieht hier echt übel aus. Ja, ich hasse es. Ich hasse es zu schleifen. Und wir fahren jetzt eine schöne Rundung dran. Ich finde außerdem ist es sehr schön, wenn das Schichtholz so rauskommt. Ist hier schon bei einem mal gemacht. Der muss jetzt noch geschliffen werden. Und ja, das sieht so ganz nett aus. Mir gefällt es schon mal. Und ich fräse jetzt die Rundung hier an dem noch. Starten wir. Gehörschutz auf. Jetzt geht es mit den Tischbeinen weiter. Die Endschnitte müssen jetzt gemacht werden. Wir hatten die ja schon am Anlaufring gefräst. Und es gibt da so ein kleines Problem. Da habe ich nicht drauf geachtet. Seht ihr hier? Das sind solche Enden. Die stehen über. Wenn ich jetzt meinen Seitenanschlag eingestellt habe auf die Gradzahl, also wir schneiden das bei 8 Grad, die stehen so 8 Grad ab, dann funktioniert das nicht. Deswegen habe ich hier eine Leiste. Also wenn diese Kante da ist, passt der Winkel nicht mehr. Das differiert ungefähr um 1-2 Grad. Und deswegen lege ich hier so eine Leiste dazu und wir schneiden jetzt die Enden ab. Ich habe den Winkel jetzt in die andere Richtung gefahren, da wir oben ja eine gerade Tischplatte drauf bekommen. So. Und hier unten soll es gerade aufstehen. Jetzt brauche ich mein Hölzchen nicht mehr zulegen, weil wir hier eine gerade Fläche haben, da das über den Winkelanschlag drüber steht und die andere Seite haben wir schon abgeschnitten. Ich schneide das jetzt ab und ich hoffe, das mache ich richtig, sonst sind meine Tischbeine falsch. Ihr werdet es mit Sicherheit mitbekommen. Multiplexplatte, ey, was ein Trümmer. Wahnsinn. Ich habe die jetzt hier drauf gehoben. Das reicht mir echt schon. Ich habe die schon kleiner geschnitten. Finde ich immer doof, weil dann habe ich immer so ein Verschnittteil oder so. Brauche nur die Seite, 60 cm. Und das ist der Wahnsinn. Echt, Leute. Also ich hatte vorher so eine kleinere Formatkreissäge, so die Holzmann, die kennt ihr ja. Wenn ich die da drauf geschmissen habe, erstes Mal 60 cm konnte ich mit dem Anschlag überhaupt nicht schneiden bei ihr. Weil die hatte nur 50. Das zweite, die hatte überhaupt keinen Halt da drauf gehabt. Der Anschlag war zu klein, der Schiebeschlitten war zu kurz. Das hat alles nicht funktioniert. Deswegen habe ich die in der Regel mit der Schiene zugeschnitten. Das ist die Methode, die Möglichkeit habt ihr auch. Und die finde ich übrigens gar nicht schlecht. Mit Hitter geht das super. Und ich würde sagen, wir legen los. Ich möchte hier gerne so eine, ja, wenn es ein bisschen größer ist, nennt man es Schweizer Kante dran machen. Ich finde das immer sehr schön, dann wirkt der Tisch recht luftig, weil die Kante sehr klein ist. Die ist 3 mm breiter dann noch. Genau, wir schneiden das jetzt mal, wir fräsen das jetzt mal durch. Schutzvorrichtungen alle dran, immer nochmal die Schrauben überprüfen, bevor man startet. Hier ist mir eine Schraube abgebrochen, herzlichen Glückwunsch. Da muss ich momentan mit dem Schraubenschlüssel nachziehen. Genau, funktioniert. Super! Dann Absaugung an und los geht's!
So, jetzt können wir mal schauen. Ich persönlich finde das auch von unten immer einen sehr schönen Effekt, wenn diese Kante hier so ausläuft und die einzelnen Holzschichten rauskommen. Das ist bei Massivholz auch so, wenn die Maserung so rauskommt, das schleifen wir nachher nochmal schön und dann finde ich das optisch sehr, sehr nett. Ja, weiter geht's. Ich bin mit dem Ergebnis echt zufrieden. Es kann losgehen. Es kommt wieder so ein blöder Winkelschnitt, vor allen Dingen ist der ja auch relativ relevant. Ich hoffe, das kriege ich jetzt gut hin. Ja, weil es soll ja klappdicht werden und ich mache jetzt eine 45 Grad Kante dran und wir werden sehen, ob alles so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Los geht's! Die Nähmaschinenscharniere müssen noch eingebohrt werden. Ich bohre die ein bisschen kleiner ein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nachher einfacher ist, die anzupassen, wenn der Bohrer etwas kleiner ist als die Nähmaschinenscharniere. Wir reden aber von einem halben Millimeter bis maximal einem Millimeter. Fangen wir mal an. Ich habe mir die angezeichnet hier genau, sodass die Zentrierspitze an der richtigen Stelle hoffentlich runterkommt. Ihr seht das hier. Ich habe die hier oben, passt das ungefähr, das steche ich eben im Stecheisen aus. Und beim Anzeichnen wird das immer ein bisschen größer, sodass die nachher exakt reinpassen. Das machen wir jetzt bei allen Teilen. So, Ziel war hier eine schöne geschlossene Fuge hinzubekommen. Es gibt Maschinen, die ich nicht habe und Werkzeuge. Und zwar so ein Zentrierbohrer für Scharniere. Der hilft mir gerade mit dem Hammer. Das wird sich ändern, habe ich beschlossen. Ich hoffe, ich kriege bald einen. Das ist nämlich eine echt gute Sache, gerade wenn man so wirklich exakt auf ein Zehntel Millimeter arbeiten kann. Ich hoffe, ihr kennt das. Also so ein Zentrierbohrer, der in der Mitte halt eine Bohrung macht, dass die Schraube exakt reingeht. Hierbei ist es jetzt nicht ganz so. Hier wollte ich die Schraube sogar außerhalb setzen. So, wir haben bis auf ein paar Millimeter haben wir eine ebene Fläche. Das schleifen wir jetzt, dass diese Übergänge sauber sind. Und werden das nochmal so. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Funktioniert. Die Gärung sorgt dafür, dass das schön zusammenpasst. Ich werde jetzt die Oberfläche mal schleifen, dass diese Übergänge links und rechts auch schön plan sind. Und an sich braucht die Oberfläche jetzt einen Schliff hier. Erstmal mit 80er Papier, nachher nochmal mit 120er. Los geht's. Thank you.
Sache, die gern vergessen wird, ist unten an den Füßen so eine Faser dran zu machen. Bis jetzt ist alles super gelaufen und dann ist immer sehr ärgerlich, wenn hier an der Stelle sich so ein Span abtrennt. Das hat folgendes im Hintergrund, wenn der Fuß so hängen bleibt, am Boden, an irgendeinem Gegenstand und dann, ups, und dann so ein Stück gerutscht wird, dann reißen gerne hier Späne aus. Das kann man gut verhindern, wenn man hier so eine Phase macht. Die machen wir jetzt noch und dann verleimen wir es. Der Tisch soll ja, oben gerade sein durch diese 45 Grad Schläge. Das wird nie funktionieren. Die Scharniere leiern immer ein bisschen nach. Das kriegt man nicht genau hin. Ich habe oben und an anderen Stellen schon ein Gewinde eingeschraubt. So. Jetzt nehmen wir einen Gewindeschneider, nachdem wir, das ist ein 7er Bohrer, ein 8er Gewinde. Jetzt nehme ich einen 8er Gewindeschneider. Fahre hier ein Gewinde rein und ich habe mir aus Gewindestangen, einfach 8er Gewindestangen, habe ich für solche Stücke abgeschnitten. Die bringe ich jetzt ein, habe oben einen Schlitz reingemacht, dass man die mit dem Schraubenzieher schön reindrehen kann. Und wofür man die braucht, zeige ich euch gleich. Drehen wir es mal komplett ein. Das ist super so. Okay, worum es jetzt geht, zeige ich euch gleich. So, jetzt schauen wir mal die Oberfläche nach. So geschliffen haben wir das jetzt schon. Es sieht echt super aus soweit. Und schauen wir mal, wie eben das ist. Das sieht gut aus. Da haben wir so einen kleinen Absatz. Mal schauen, den können wir vielleicht noch ein bisschen nachjustieren. Gebe ich nochmal alles und hier drüben. Ah! Nein! Krise! Da! Das ist ein Spalt! Aber kein Problem. Mit den Verstellschrauben, den Spezialverstellschrauben der Mitmachwerkstatt, stellt auch dies kein Problem dar. In keinem Haushalt sollten sie fehlen. Sie nehmen einfach einen Schraubenzieher und justieren an dieser Position nach. Ein paar Umdrehungen reichen in der Regel schon. Und sie drehen, okay, ich drehe jetzt gerade am Rad, aber hier an der Schraube könnten wir jetzt drehen. Und jetzt schauen wir nochmal. Denn mit diesem Effekt hatte ich gerechnet. Das war zu viel des Guten. Ein bisschen wieder reindrehen. Drehen wir ein wenig wieder rein. Es gibt ja Menschen, die behaupten, das ist meine Hauptspezialität. Am Rad zu drehen. Jetzt schauen wir mal. So müsste es eigentlich funktionieren. Tip top, eine Fläche. So wollte ich es haben. Und ich finde, das ist gelungen. Jetzt wird die Kante noch geschliffen und ein bisschen profiliert und dann sind wir fertig. Einwandfrei.